Wahrscheinlich muss ich den jetzt da ran machen, damit es dann wieder geht. Und jetzt kann ich mit ihr mal sprechen, dass sie mir ihren kaputten Walkman gibt. Oder man läuft in die Kamera. Oder so. Oh, hallo Nina! Hallo! Ah, okay, Fahrrad ist wieder heil. Ich habe das Loch im Schlauch wieder geflickt. Echt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Denn du bist Wie eine Frau. Bitte? Was soll das denn heißen? Naja, du siehst nicht so aus, als ob du sowas könntest. Na, vielen Dank. Ich bin Motorradmechanikerin. Na und? Trotzdem siehst du nicht so aus, als ob du Fahrräder reparieren könntest. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Und jetzt, wo ich mich als würdig erwiesen habe, kann ich ja gleich auch noch deine Kamera reparieren. Ja, das wäre super. Hier hast du sie. Okay. Bis später. Nächstes Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Die Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll, ist mir schleierhaft. Aber ich hoffe immer noch auf ein paar aussagekräftige Fotos. Die echte Frage ist, ist da eine Speicherkarte drin? Oder muss man, ist da ein Film drin, den man... Ja, aber es ist eine Digitalkamera. Das stimmt. Die Digitalkamera macht keinen Mucks. Na gut, okay, sie macht keinen Mucks mehr. Da kann man immer noch nicht reingehen, glaube ich. Nimm mal den Bleistift. Vielleicht hat die irgendwo so einen kleinen Reset-Knopf oder sowas. Kamera? Ja. Na gut, dann halt nicht. Hätte ja sein können. So, und schon weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Mach mal hier diese Lupenfunktion. Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Was? Ich weiß nicht warum, aber offensichtlich kann ich mein Handy mit dem Kleber, mit dem Klebestreifen irgendwie... Cool. Moment, wo ich... Ah, da ist es. Jetzt haben wir ein Klebehandy. Müssen wir das irgendwann mal als Abhörgerät irgendwo anbringen oder bestimmt, sowas? Bestimmt. Jetzt geh doch mal ins Museum. Warum ich kann nicht ins Museum. Ach so, kann man da nicht rein? Nee, ich glaube, da sagt sie, es ist zu. Das Museum ist geschlossen. Und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Und über die Kletter... Nee, das kann ich anklicken. Naja, dann Game Over. Vorbei. Das war's heute mit dem Stream. Schau mal in dein Journal. In meinem Journal? Da haben wir doch eine Cheat-Seite. Nein, sind wir so, ist schon so weit. Also bevor wir jetzt lang rumirren. Aber wenn du noch was versuchen willst, dann schau dich vorher noch um. Ist okay. Es steht wirklich 1:1, was man machen muss. Okay. Okay, das ist schon so viel. So weit sind wir noch gar nicht. Im Haus des Vaters. Kassettenspieler nehmen, untersuchen, Buch nehmen, untersuchen, Aquarium untersuchen, Salzstreuer, Pizza, Bleistift nehmen, Mülltonne, Wassereimer und Kiste untersuchen bzw. benutzen, Luftpumpe vom Fahrrad mitnehmen, Teppich antippen, Speiche der Spalte benutzen, Kassette mit Kassettenrekorder, Code, da steht sogar der Code drin, alles. Aber da können wir doch gar nicht hin. Schlauch mit Wassereimer benutzen. Ach, vor dem Museum, ach so. Batterien? Wo sind die denn hier? Kannst du die Kamera irgendwie alleine öffnen so? Nee. Oder auch den Walkman? Ach, den Walkman, den habe ich natürlich noch nicht an. Da sind Batterien drin. Aha. Vielleicht funktionieren die ja noch. Das Gerät selbst ist jedenfalls hinüber. Ich lasse es mal hier. Muss ja nicht unnötig viel Schrott mit mir herumschleppen. Du lässt es mal hier mitten auf der Straße liegen. Okay. Ich schmeiß es einfach mal hin. Die Batterien in die Kamera tun. Ganz genau. Ist da... Red sind das Bull. Red Bull-Batterien? Das sind Red Bull-Batterien. Ja, das sieht echt so aus, oder? Es ist wirklich irgendwie komisch, oder? Was sagt's denn? Funktioniert doch. Die Batterien waren einfach nur leer. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf den Bildern zu sehen ist. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier, zwei kleine Gestalten in schwarzen Roben. Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Dann könnte Eddie doch recht gehabt haben. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Die Fotos von der kleinen Lisa sind leider nicht so aussagekräftig wie erhofft. Könnten die schwarzen Kutten ein Hinweis auf eine Sekte sein? Und was bedeutet die was bedeuten die seltsamen Symbole darauf? Auf den Kutten oder wie? Ja, wahrscheinlich. Na gut. Okay, wir müssen ab sofort auch unsere ganzen Items immer mal durchklicken. Dank doppelseitigem Klebeband kann ich es nun überall festmachen. Mach's gut, Metatron. Wozu Gute auch Nacht. Immer das Gute gut sein Nacht. Soll.
Die Kamera funktioniert. Okay, die Kamera gebe ich jetzt ihr wieder. Hier, ich habe deine Kamera repariert. Wirklich? Super. Du hast es tatsächlich geschafft. Du bist ein Schatz. Dankeschön. Gern geschehen. Hier, dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Bei uns hängt er immer an der Mikrowelle. Aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, vielen Dank. Jetzt aber schnell nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon ganz krank sein vor Sorge. Ich kann das derzeit leider viel zu gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ne? Oh, jetzt geht sie wieder nach Hause zu ihren misshandelnden Eltern. Die nimmt sogar ein Draht richtig. Das ist richtig animiert. Ja, das ist cool. Aber wir haben jetzt einen Magneten, um das Zeug aus dem Aquarium zu holen. Ja, genau. Aber sie hat gemeint, der Magnet hat normalerweise eine Mikrowelle gehangen. Ich finde es komisch. Ja, es ist so ein bisschen, ich hätte Angst, dass alles explodiert, aber naja. Eltern Camillo sagt, er mag die Kinderstimme nicht. Das ja, ich finde es auch komisch. Ich, ne? Ich auch, ja. Das ist aber die Lisa Simpson-Synchronsprecherin, die nochmal auf Superkind macht irgendwie. Ja. Noch high gepitchter. Ja. Ja, 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 ja. Fast wie Mickey Maus. Hm. Hey, Lolo, alter Junge. Hör bitte auf damit. So. Muss man das vielleicht... Nee. Ich probiere es mal. Schmeiß mir jetzt einfach mal... Ja, eben. Das ist halt so. Magneten ins Wasser. Oder ist der so stark? Ich werde mal versuchen, mit dem Magneten den Schlüssel an der Scheibe hochzuziehen. An der Scheibe? Hab ihn. Crazy. Sie ist so eine Erfinderin. Ist aber okay. Schon ein ziemlich starker Magnet, oder? Es ist ein krass starker Magnet. So ein eine Scheibe und Wasser. Naja. Ha. Naja. Gut. Wahrscheinlich wird sie jetzt das kleine Kind schwer misshandelt, weil sie ihren Magneten nicht mehr hat. Ja. Naja. Das Adressbuch meines Vaters. Das könnte mir weiterhelfen. Und dazu noch ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Das steht alles auf diesem kleinen Schiff. Ja, offensichtlich, sehr klein geschrieben. Aber ich weiß schon, wo der Rubin ist oder Amethyst. Mhm. So, und das müssen wir jetzt auch noch lesen. Wahrscheinlich steht drin, wo der Bolleg ist. Na? Mal sehen, ob dieser Oleg drin steht, dem mein Vater diese E-Mail geschrieben hat. Ja, hier. Oleg Kamburski. Der wohnt sogar ganz in der Nähe. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Ah, okay, jetzt können wir wahrscheinlich mit dem Motorrad zu dem fahren. Na gut. Mit Moped. Ach Gott, gibst du mir das Trinken? Durch? Hallo, Lance Goodburger, das ist da. Hallihallo. Bist du jetzt erst gekommen? Du hast schon so viel verpasst. Das Beste. Nein. Eigentlich hast du nicht so viel verpasst. Unser Vater ist verschwunden, eingebrochen wurde von gesichtslosen, kapuzentragenden, komischen Menschen. Dementoren. Und wir haben einen Fahrradschlauch repariert. Und ein kleines Mädchen zurück in die Hölle geschickt. Genau. Okay, zusammenfassend. Ja, wie gesagt, also das sind wir. Wir sind, wie heißen wir? Nina. Wir sind die Nina. Und unser Vater wurde offensichtlich entführt. Er ist zumindest nicht mehr aufzufinden. Und alle Spuren deuten darauf hin, dass irgendwelche komischen Männer in irgendwelchen Kutten, die keine Gesichter haben, ihn entführt haben. Mach's gut, King. Ciao. Genau. Und unser saufender Hausmeister von dem Museum, wo unser Vater gearbeitet hat, hat gemeint, oh mein Gott, und konnte uns nicht viele Informationen geben. Und ein kleines Kind, das Angst hatte, was diese Männer gesehen hat und die auch gesehen hat, dass die keine Gesichter haben, hat lieber draußen geschlafen, weil ihr Fahrrad und ihre Kamera kaputt waren und sie so Angst hatte davor, was sie ihr Vater und ihre Mutter wohl mit ihr machen, wenn sie mit den kaputten Sachen wieder nach Hause kommt, dass sie lieber auf einer Parkbank übernachtet hat. Tja, die haben die Sachen jetzt wieder repariert und sie nach Hause geschickt, wie das jeder gute Erwachsene tun würde in einer solchen Situation. Wir sind Helden. Genau. Und jetzt gehen wir zu einem Kumpel von unserem Vater,
der irgendwie, also unser Vater hat angedeutet in der E-Mail, dass unsere Mutter wohl nicht bei einem Unfall gestorben ist, sondern aus irgendwelchen anderen ominösen Gründen. Und dieser Oleg, ich glaube Oleg, könnte eventuell irgendwas wissen. Und jetzt fahren wir zu ihm. Das habe ich gut zusammengefasst, oder? Stolz auf mich. Okay, auf zu Olegs Haus. So, da wären wir. Hoffentlich ist das auch der Oleg, dem mein Vater die Mail geschrieben hat. Und hoffentlich weiß er was, das mir weiterhilft. So richtig viel habe ich ja bislang noch nicht herausfinden können. Mhm. Blaue Müllsäcke. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste, wozu zahle ich eine exorbitant hohe Grundgebühr für mein Handy, wenn ich es nicht nutze? Na ja, zur Zeit, wo man auch exorbitant hohe Grundgebühren gezahlt hat für sein Handy. Ja. Hm. Hi, Kuchikoppi. Hallo. Ah ja, perfekt. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Mein Gott, guck dir mal an, wie schnell die sich bewegen und wie nah die offensichtlich stehen. Aber da sieht man auch, dass das irgendwo in Berlin spielen muss. Da sind offensichtlich Windräder. Für Norden oder Osten Deutschlands auf jeden Fall. Ja. Na gut, gehen wir mal zum Haus. Okay. Da hängt ein riesiger, rostiger Nagel. Mhm. Und irgendein kleiner Zettel. Oh, und eine Katzen- oder Hundeklappe. Eine Katzenklappe. Durch dieses Ding können die kleinen Vierbeiner jederzeit rein und raus. Mhm. Die kleinen Vierbeiner. Klingeln. Okay, klingeln wir mal. Gute Nacht, Katja. Gute Nacht. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Oleg Kamborski? Ja. Wieso? Ich bin Nina Kalenko. Ja, und? Ja, also, Sie kennen meinen Vater, Wladimir Kalenko. Und ich dachte, Sie... Ich kenne keinen Wladimir Kalenko. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Puh, das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich erhoffe mir den großen Durchbruch bei der Suche nach meinem Vater und der Typ lässt mich nicht mal ausreden. Verdächtig. Ob ich irgendwas Falsches gesagt habe? Oder vielleicht genau das Richtige? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass die Blasavinus jetzt da unten liegt mit den Katzen. Ach, die essen die bestimmt nicht. Die sind nicht gut. Na gut, was. Ah, mich würde so interessieren, was dieses kleine Zettelchen da ist, was so prominent in der Tür hängt. Eben, warum klebt jemand irgend so einen Zeitungsausschnitt oder was das ist an die Außenfenster? Das ist zurück. Das ist auch zurück. Da ist noch ein Katzen. Aha. Ein kleines Fressnäpfchen für unsere lieben kleinen behaarten Freunde. Na dann. Autos und Musik. Autos im Hintergrund, naja. Na gut, gehen wir wieder. Der will offensichtlich nicht mit uns reden. Tudum. Dann durchsuchen wir seinen Müll. Den kann man leider nicht durchsuchen. Oh. Aber man kann anscheinend da hinten irgendwo hingehen. Gut. Den Weg. Gehen wir einfach mal in seinen Garten. Das hat er jetzt davon. Ja. Und jetzt nehmen wir den Schlauch und stecken das in ein Fenster und fluten seine Wohnung. Okay, nehmen wir den Schlauch. Dieser Kamborski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst sein Gartenschlauch ist grün. So was. Der Arsch. Okay. Da... Ah, Fensterspalt. Vielleicht können wir da rein. Der Typ ist hektisch am Telefonieren. Ob das was mit meinem Besuch zu tun hat? Wenn ich doch nur Mäuschen spielen und das Gespräch mithören könnte. Vielleicht könntest du jetzt mit Klebeband dein Telefon irgendwo Fenster kleben. Irgendwie kann ich hier... Ah, Oleg, den kann ich mir... Oleg telefoniert immer noch. Und er macht keinen besonders entspannten Eindruck. Weißt du, was ich schon sehe?
Wir locken die Katze irgendwie raus und kleben dann das Klebeband mit dem Handy an die Katze. Und dann schicken wir die Katze wieder rein, damit aber wir hören können, was da gesagt wird. Wir sehen sogar die Katzenklappe von hier, oder? Ja, ja. Wenn wir nur da... Wir müssen hier nur unser Ohr an die Katzenklappe halten. Das dürfte reichen, dass wir sie hören. Fress- und Wassernapf für das Haustier mitten in der Küche. Sehr hygienisch. Ja, bitte, wohin denn sonst? Ich weiß ja nicht, wie dreckig die ihre Futternäpfe von ihren Tieren behandelt, aber... Hä? Das ist immer Keller. Ich probiere es jetzt einfach mal. Gehen wir noch mal ganz kurz auf den Speicherbildschirm. Sind da Militärautos und Explosionen unten? Ja. Was passiert denn in dem Spiel noch? Das wirst du schon sehen. Okay. Okay. Es wird nämlich tatsächlich ein bisschen abgefahren. Aber der erste Teil mit dieser Suche, das dauert noch ein Weilchen. Ja, ja. Das dauert schon noch ein Weilchen. So, ich probiere jetzt wirklich mal das Handy irgendwo... Nee, okay, da geht's nicht. Ich sag dir, ey, wir kleben das noch an die Katze. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mit Futter die ja, Katze ja, anlocken. Irgendwie die Katze anlocken. Und deswegen holen wir jetzt die Fische aus dem Aquarium. Das ist so grausam. Oh, noch besser. Nimm die Stange und kleb dein Handy an die Besenstange und dann gehen wir mit der Stange durch die Katzenklappe. Der Stiel eines Besens. Könnte aber auch der Stiel einer Schaufel sein. Ein Stiel. Ach so, nee, mit einem Schaufelstiel funktioniert es nicht. Das muss ein Besenstiel sein, sonst können wir die Klappe lösen. Na, damn it. Aber... Nein. Nee, verdammt, schade. Oh. Aber da ist auch noch eine Wassertonne. Ach nee, das ist zur Straße. Upsala. Ach, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Na gut, aber immerhin haben wir jetzt gehört, dass... Oder beziehungsweise haben gesehen, dass er da drin telefoniert. Ah. Oh, oh, oh. Das ist mal eine hässlich animierte Katze. Wow, das ist ja wirklich... Dafür, wow. Dabei hat das Spiel relativ okay Render-Cutscenes eigentlich. Aber diese Katze, ey. Die Katze hat der Praktikant gemacht, ey. Verdammt. Wow. Okay, die ist jetzt offensichtlich rausgekommen. Wahrscheinlich zum Napf da, oder? Gott, Alter. Katze. Oh. Oh Gott, das ist ja ein Unfall. Die möchte ich erlösen. Ach Gott, sag doch nicht sowas. Katzen. Kleine haarige Biester, die entweder schlafen oder fressen. Das stimmt. Ja. Kann man nichts sagen. Ey, ich probier's jetzt. Ha! Ich hab's gewusst. Na dann. Ich müsste die Katze irgendwie beschäftigen, damit sie abgelenkt ist und ich in Ruhe das Handy an ihr befestigen kann. Ich hab doch gesagt, dass wir das Handy noch an die Katze kleben. Ja, du hast es auch schon gespielt. Ja, aber ich kann mich doch an nichts mehr erinnern. Warte. Ah, ha. Thunfisch, natürlich. Wahrscheinlich müssen wir das vorher noch salzen. Oder? Endlich werde ich mal dieses stinkende Zeug los. Und der kleine, schnucklige Vierbeiner freut sich wahrscheinlich sogar noch darüber. Weißt du was? Weil sie vorhin auch noch extra gesagt hat, da steht Wasser in der Küche. Wir kleben jetzt das Handy an die Katze. Dann versalzen wir die Pizza, damit die Katze durstig wird und reingeht. Aha. 100 Pro. Das schauen wir mal. Also, wir kleben jetzt erstmal das Handy an die Katze. Die Aufnahmefunktion des Handys ist aktiviert. Ein ganz seltenes Exemplar des europäischen wandelnden Diktiergeräts. Jetzt müsste ich die Katze nur noch irgendwie dazu bringen, in die Küche zu laufen. Ist das bekloppt? Doch, na gut, gesagt. Dann salzen wir jetzt die Pizza. Salzen wir jetzt die Katze mit ihrem Funkel. Das dürfte unsere kleine Miezekatze ganz schön durstig machen. Ich hab's doch gewusst. Wunderbar, es hat geklappt. Oleg telefoniert noch und die Katze wird noch einige Zeit trinken. Und hoffentlich das Gespräch aufzeichnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, und jetzt? Naja, sie hat ein Diktiergerät, also... Ja, ich weiß. Aber jetzt geht dann die Katze wahrscheinlich irgendwo in ihr Bettchen und schläft erstmal 18 Stunden. Wahrscheinlich. Wie das Katzen also machen. Mit dieser Abhöridee sollte ich mich mal beim Geheimdienst bewerben. Ja, die werden dich mit Kusshand sofort nehmen. Ja. Die werden sich denken, mein Gott, dass wir da noch nicht drauf gekommen sind. Oleg telefoniert immer noch. Okay, also da in diesem Bildschirm können wir offensichtlich nichts mehr machen. Wirklich, die arme Katze. Das ist echt... Es ist so bescheuert, dass ich da nicht mal irgendwie... Also das ist so dumm. Als wenn es dem auch nicht auffällt, dass an seiner Katze ein Handy klebt.
Es ist so viel bescheuert an dem ganzen Rätsel. Ja, aber jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Jetzt hauen wir mit der Schaufel die Scheibe ein. Einfach so. Jetzt hauen wir mal den Tisch kaputt, weil ich mal was verändern muss hier. Ich frage mich echt, was wir jetzt machen. Ich gehe jetzt mal wieder nach vorne. Benutz mal deine Hilfe im Garten. Deine Fernglas, ja. Spürglashilfe. Ah, man kann vielleicht doch haben wir was da übersehen. Irgendwas machen. Na schau. Plastiktüte. Ach ja, die eine Plastiktüte, die neben den anderen. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Warum sollte eine unbenutzte Mülltüte draußen neben benutzten Mülltüten? Aber warum? Warum liegt da eine Mülltüte, eine leere? Vielleicht ist sie aufgegangen und alles wurde weggeweht. Die Katze hat es geklaut. Oder so. Okay, eine Mülltüte haben wir jetzt. Und die können wir jetzt. Mit dem Stab da. Nee, schade. Ah, mit dem. Okay. Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Ah, ich weiß jetzt auch, was das ist. Noch ein bisschen Klebeband rum? Ja, und jetzt? Ja, das sollte halten. Das braucht man später, glaube ich. Das ist so eine Art... Ein Kescher. Ja, das ist so eine Art Kescher. Ich weiß aber nicht mehr... Schmetterlinge fangen und dann ich weiß noch, dass man den gebaut hat irgendwie und dass man den später benutzt, aber wozu genau... Der Siri hat sich übrigens schon Wein eingeschenkt. Mir nicht. Was, dir nicht? Du willst, du magst kein Wein. Ekelhaft. Aber ich muss sagen, ich finde es insofern eigentlich schwierig zu lösen, weil die Lösung eben so bescheuert ist. Ja, ich finde auch. Ha, wir könnten jetzt natürlich mit der Telefonzelle unser eigenes Handy anrufen, dass die Katze Angst kriegt und rausläuft. Rausläuft. Das weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Die läuft unter die Couch. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Aha. Aber die Katze würde in Wirklichkeit irgendwo hinter den Schrank oder unter die Couch laufen. Da kommt sie schon. Aha, die Katze keschert man vom Baum. Ich wusste, dass man irgendwas vom Baum keschert. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Wie soll ich da jetzt rankommen? Aber man kann in dem Spiel relativ leicht alles mit allem mal durchkombinieren und alles an allem probieren. Und man sieht dann auch gleich am Cursor quasi, dass man was richtig macht. Ich meine, es ist auch cool, weil wie gesagt, man kann hier drauf drücken, dann wird einem kurz alles angezeigt in dem Bild, was man benutzen kann. Und vor allem, weil du das wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hast, man kann sich hier die Lösung anzeigen lassen. Komplettlösung. Die Komplettlösung für den Abschnitt. Naja. Okay, also wie gesagt, ich wusste schon, dass man einen Kescher baut und ich weiß schon, was wir damit jetzt wegkeschern. Obwohl ich möchte erst noch gucken, was sie zu der Katze sagt. Sie hat nämlich irgendwas zu sagen. Ich muss meine Meinung über Katzen korrigieren. Außer schlafen und fressen können sie auch noch im unpassendsten Moment auf Bäume klettern. Ach, diese Menschen, die Katze irgendwie nicht mögen. Komisch, komisch. Keschern wir das Handy runter. Das könnte klappen. Nicht mal diese. Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Mhm. Also zusammengefasst hat irgendwer irgendwas über irgendwo gesagt. Mhm. Gut. So, ich gehe jetzt sicherheitshalber mal noch nach hinten und guck da auch noch mal, ob es dann irgendwas gibt, was wir übersehen haben. Nicht, dass wir... Mach das. Okay. Nee. Aber ist wirklich mit dem Schlauch, kann man mit dem Schlauch nichts machen? Der ist so prominent irgendwie. Ja, aber den kann ich nur anschauen. Ja, den kann ich nicht mal benutzen. Na gut. Okay. Ich könnte jetzt theoretisch natürlich da noch mal reinschauen, ob man jetzt irgendwas anderes sieht. Ich find, die Katze hat das Gespräch aufgezeichnet. Jetzt muss ich sie nur wieder aus dem Haus kriegen. Hä?
Okay. Okay, sie hat nichts anderes zu sagen mehr dazu. Na gut. Ja, ich finde so Point and Click, das könnten wir öfter zusammen machen. Also ich meine, wir haben ja noch genug Spiele von der Geheimakte Tunguska-Reihe. So ist es ja nicht. Und ich werde sie mir alle auch noch kaufen. Also das war jetzt schon sehr arg bescheuert, finde ich. Alles davor war okay, aber das ist schon sehr arg bescheuert. Ich weiß nicht, soll ich da auch nochmal hingehen? Oder... Keine Ahnung. Warum nicht? Ich meine, einen Fahrradschlauch mit einem Gummihand zu reparieren ist wenigstens noch so ein bisschen... Ja, das kann man sich schon... Ne? Das macht aber Sinn alleine schon, weil das tatsächlich irgendwie... Das passt, meine ich ja. Aber hier jetzt eine Katze, ein Handy auf dem Rücken kleben und ihren Thunfisch versalzen, das ist schon... Ich kann mir kaum vorstellen, dass der mir nochmal die Tür aufmacht. Okay, also hier ist auch nichts mehr. Na gut, dann fahren wir jetzt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, zu unserem Haus oder zum Museum. Was haben wir denn jetzt, das wir vorher nicht hatten? Informationen. Vielleicht sollte ich mal speichern. Ja, warum nicht? Überschreiben? Nee, das ist, glaube ich, dein privater... Ah, überschreiben wir. Nee, wirklich? Ja, ich bin ja durch mit dem Spiel. Ich habe es schon... Ne? Okay. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal spielen.